Und ein herzliches Willkommen zurück zu Zelda Breath of the Wild. Letztes Mal haben wir angefangen, den Drachen Eldra zu fangen, beziehungsweise zu treffen. Das ist allerdings sehr einfach, nicht sehr... Ah! Da! Da kommt er ja! Mensch! Ja, warum Teufel spricht? Wenn man vom Teufel spricht, oder halt von fliegenden Drachen. Komm mal runter da! Hallo. Magst du runterkommen? Komm mal runter. Hey. Es wäre mir ein Pleasure to meet you. Also nun, beweg deinen riesigen Hintern hier runter. Also wenn du einen hast, das weiß man ja nicht so genau bei Drachen. Das ist... sind ja im Prinzip nur große Schlangen, aber... Und auch wieder so verheißungsvolle Musik, wenn er hier umher streift. Auf die Entfernung treffe ich den wahrscheinlich nicht. Oh Gott, nee, der Pfeil kommt noch vorher wieder runter. Soll ich denn da? Jetzt muss ich ihn verfolgen. Verdammt. Komm mal zum Boden. Weg. Nee, für euch habe ich jetzt keine Zeit. Verdammt, der kommt mir. Nein. Nein. Alle weg. Ach, na toll. Wo will er denn hin? Na, kam er denn gegen Mitternacht? Dann... probiere ich es doch nochmal von hier aus und warte nochmal bis Nacht. Und vielleicht kommt er dann um die Uhrzeit nochmal vorbei. Wäre sehr schön. So. Revalis Sturm ist bereit. Das ist ja wundervoll. So. Also bis abends warten wir dann nochmal und dann taucht er vielleicht des Nachts wieder auf. Ich hätte doch den... den guten Dings nutzen sollen. Den Aufwind. Den Mitwind. Der uns ja hätte der uns ja mit. Och, jetzt. Nee. Nee.
Wir haben in Ruhe. Was das da ist, müssen wir auch noch rausfinden. Das komische Leuchten. Hier weg! Ich sehe nur echt so gar nichts. Das ist leider ein bisschen doof. Oh. Ach nö. Ist wieder soweit. Wann geht's los? Mitternacht wahrscheinlich. Ist er gerade dahin verschwunden? Nee. Der Blutmond. Grausam. Es ist schon ein beeindruckendes Schauspiel, muss man sagen. Gleich dürfte es soweit sein. Es wäre aber schön, wenn Eldra echt jede Nacht diese Route nimmt. Was ist am happenen? Oh mein Gott! Die Nacht des Blutmondes ist erneut gekommen. Ach nee. Link, sei auf der Hut. Nö, jetzt mittlerweile auch nicht mehr. Easy going. Immer wieder ein Schauspiel. Ah, da hinten. Nicht jetzt! Hau ab! Na komm! Ich brauch nur eine Schuppe von dir, mehr will ich gar nicht. Extrem lange. Na komm runter. Folge mal so ein bisschen. Hallo? Da. Yeah. Yeah, yeah, Eldra-Schuppe. Gut, haben wir die.
schade. Aber der dreht jetzt direkt ab, nachdem ich den getroffen habe. Okay. Aber gut, haben wir die. Sehr schön. Dann gucke ich jetzt nochmal da unten in den Schrein rein. Also in diesen alten Tempel. Ich sehe gerade überhaupt nichts vernünftig. Achso, okay. Katsching! So, haben wir den. Mhm, ich war das. Jetzt hau drauf. Das war der. Oh, die Frage ist, wie viele kann ich auf einmal abwehren? Ich beschütze dich. Zwei habe ich geschafft. Nee, ich will eigentlich. Ich will. Ui, 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 ui. So. Dann will ich noch das Zeug von dem da hinten abholen. Der so dem da vorne. Guck mal, der jetzt hin ist. Wo ist sein Zeug hin? Ist mir da heute verschwunden? Echt? Der ist ja mies. Finde ich ja gar nicht mal so nett. Au. Ja, das habe ich schon mitgekriegt. So. Haben wir diese da? Ist hier noch mehr? Hallo? Hallo? Ah, hier ist noch was. Schön. Sehr, sehr schön. Ist aber nur kaputt, ne? Habe ich mir gedacht. Gut. Ui, 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 ui. Gut. So. Einmal hier hoch. Einmal darüber. So, da wir jetzt gerade wissen, wo der Schrein ist, gibt es hier zufällig auch. Hinten auf jeden Fall. Okay.
Ah, hier. Hallo. Elzerlanze. Hm? Wo hier? Nee. Da lang. Aha. Ich lebe echt nicht gerne. Nee, zieht mich sehr schutztruhig. Ach. Ja, sneaky. Yay, money. Juhu. Nun. Auch das noch. Habe ich schon genug Probleme. Nicht kaputt. Mensch. Wollte sagen, jetzt kannst du aber langsamer. Oh, ich hab's Auge getroffen. Cool. So. Mensch. Hammert jetzt. Dankeschön. Langsam bin ich echt mad. Gut, dass wir hier starten. Hm.
Ey, du da oben. Na komm. Das ist sehr schlecht. Nee. Ich bin am Burn. Okay. Gucken, ob das so gut klappt. Wie ich mir das denke. Das hat geklappt. Gut. Immer noch mal einen Testschuss machen. Na komm. Na. Dann ist ja noch einer. Toll. Und noch zum Angebot. So lange hätte ich noch. Der ist kaputt. Na komm. Ja. Da muss ich halt nur zu helfen wissen, ne? Es wird. Ja. Der ist hinüber. Na komm. Yep. Sehr gut, sehr gut. Es funktioniert doch.
natürlich ist hier auch noch irgendwo eine Truhe. Vielleicht sogar dahinter? Ne, oder da drunter? Oder hier zwischen? Tatsache, hier zwischen. Alter, eine Höhle voller Wächter. Was soll denn sowas? Ach, guck mal. Da ist er ja schon. Alles schön mit. Jetzt ist da aber immer noch eine Truhe. Das ist wieder so ein... Natürlich ist hier wieder so ein Ding. Oh, ja, den nehme ich sehr gerne mit. So, dann haben wir es hier in der Umgebung und können uns jetzt... Können uns jetzt mit dem Schrein beschäftigen. War hier vielleicht... Vielleicht war hier ja damals quasi die Fabrik für die ganzen Sachen. Und so groß wie das hier ist... Eine riesige Göttinnenstatue im Hintergrund. Rona Katerschrein. Ah, aha. Krasser Scheiß. Das ist eine sehr große Frau. Gut, wir machen erstmal den Schrein und beten dann anschließend, weil dann können wir zwei Sachen erbitten. Einfach mal einen ganzen Haufen Wächter. Mensch. Macht sowas. Ist ja nahezu lächerlich. Aber wir müssen uns nicht mehr anstrengen. Es gibt wieder was geschenkt. Ronakatas Segen. Juhu. Feuergroßschwert. Oh. So. Schön. Prüfung gemeistert, diesen Schrein zu erreichen. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Juhu. Dankeschön. Möge Göttin Julia dir beistehen. Dir auch. Dankeschön. Dir auch. Ja, dieser Haufen Wächter. Schade, dass sie so selten Riesenkerne fallen lassen. Die braucht man für alle Handgedöns. So, dann beten wir mal zu dieser riesigen Statue. Wie gesagt, ich glaube immer noch, dass das die Produktionsstätte dafür ist. Für die ganzen Sachen. Du hast Herausforderungen bestanden und Zeichen der Bewährung erhalten. Für 4 neue Zeichen kann ich dir neue Kraft gewähren. Ich möchte Ausdauer. Ja, bitte. So sei es. Du schreibst noch weitere. Ja, ich möchte nochmal Ausdauer. Ja, ich möchte nochmal Ausdauer. So sei es. Jetzt haben wir gleich 2 Container voll. Yeah!
Bring den Frieden zurück. Jo. Okay. Sehr schön. Der Rona-Kata-Schein. So. Dann erdreiste ich mich jetzt mal, mich wegzubeamen. Nach Akala. Von dort aus zur Quelle der Kraft. Zu laufen. Und dann machen wir als Entschuldigung dafür, dass das letzte Mal alles so quasi nicht zufriedenstellend verlaufen ist, machen wir den Schrein dann auch noch. Und dann war es das für heute. Aber krass. Riesenhalle. Ich wette, das war die Produktionsstelle. Ich habe mich schon gefragt, wo diese riesigen Titanen gebaut haben. Dafür brauchen wir noch Maschinen. Also ein Quatsch. Es rennt sich schon gleich ein wenig anders mit mehr Ausdauer. Ein wenig ausdauernder, möchte man sagen. So. Fast falsch abgebogen. Geht aber noch. Nee, haben wir nicht gesehen. Okay. Dachte schon. So, wir machen mal sneaky von hier aus. Wie ist denn das? Soll ich den Schub einfach hier reinschmeißen? Autsch. Oder willst du da hinhaben? Eldra-Schuppe. Aha. Juhu. Tritt voran. Jo, alles klar. Zu Anima-Schrein. Auf geht's. Ich sehe Wasser. Kraftprobe. Schwierig. Na gut. Ein sehr offenes Feld. Vor allem, ich kann mich jetzt gerade nirgendwo verstecken. Oh, was war das denn? Attacke! Ich
Attacke! Steh auf. Ach komm. Nur noch die. Aber ich muss gerade auch noch. So. Ah, jetzt schießt er doch viermal. Ja. Ach Mann. Nochmal. Zwei, drei, vier. Gar nicht mal so easy. Aber nehme ich alles gerne an. Wächterschild. Schildblock plus 3. Cool. Und Wächter dann. Nehme ich eine frische. So, wahrscheinlich ist da jetzt auch nochmal eine Waffe drin und dann haben wir ein Problem. Feuerlanze. Dreck. Komm. Benutzen wir eh fast nie. So. Dann rück mal raus, die gute Zeichen der Bewährung, du. Ja. Yay. Alter, bitte. Das war ein Game für heute. Nee. So, dann lassen wir uns gerade mal rausbeamen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Part.